Man should not rule over man. Let knowledge rule again. The Book of Light, Book of Books, and Savior of Mankind. Aum. Sei mal ehrlich. Bist du gesund? Viele von euch werden sagen, ja, ich bin gesund. Mir geht's gut, ich habe kein Corona. Ich habe sonst nichts. Bin jung, stark. Und mir fehlt gar nichts. Das Buch des Lichts lehrt, Gesundheit ist das höchste Gut. Nirvana, die höchste Seligkeit. Darum ist für uns Nirvana die höchste Gesundheit. Aber da kann man natürlich geteilter Meinung sein, ist mir klar, kein Problem. Nirvana ist das höchste Gut, meine Lieben, die höchste Seligkeit. Denn ist man wirklich gesund, wenn man irgendwann mal als Leichensack stirbt? War man da nicht die ganze Zeit krank? Denkt mal darüber nach, meine Lieben. Befinden wir uns nicht alle in einem Zustand der Krankheit, welcher mit dem Tod endet? Ich gebe es nur zu bedenken. So. Die meisten Menschen sind blind und augenlos, denn sie wissen nichts von Gesundheit, sehen nichts von Nirvana, wissen nichts von Nirvana. Und doch sagen sie, Nirvana ist die höchste Seligkeit, Gesundheit ist das höchste Gut. Das Buch des Lichts lehrt das auch, dass Nirvana die höchste Seligkeit ist. Aber mal sehen, ob das so im Einklang mit den Gurus und den Veden ist, ja? Nirvana, erklären die Veden, ist zugleich der Zustand der Freiheit von allen unbefriedigten Wünschen. Oh. Ja. Diese Leute glauben also, das, was Gesundheit bedeutet, bedeutet Nirvana. So bin ich jetzt, oh Gott amor, gesund. Nichts gebricht mir. Gut, gut. Das war die allgemeine Auffassung der Zeit der Veden, bevor der Buddha kam. Und, bevor dann vor 30 Jahren das Buch des Lichts erschien, welches über 1,5 Billionen Jahre alt ist. Wenn wir ins Digha-Nikaya gehen, dann sehen wir, dass die allgemeine Auffassung der Zeit war, ich habe jetzt Nirvana, mir fehlt nichts. Habe alle meine Wünsche erfüllt. Da steigt sogar die Freude auf, wenn der erfüllende Drang durch das Hineinstürzen in den Strudel der Sinnengenüsse vorübergehend hemmungslos betäubt werden kann. Und das beschreiben diese lieben Menschen, einige davon, viele davon. Das bereits in diesem Leben erreichte Nirvana. Nun ja, es gibt Samanas und Brahmanas, die an das Nirvana schon in der sichtbaren Welt glauben. Nicht etwa wie ein Meister, der Nirvana entsagt hat, der völlig losgelöst ist und sich mit einer körperlichen Hülle nach Belieben umgibt, sei es durch Kriya Shakti, sei es durch Siddhi, sei es durch natürliche Geburt, durch einen weiblichen Schuss. Gut. Da sagen diese lieben Leute in den Veden, wenn das Ich im Besitz und Genuss der fünferlei Sinnengenüsse ihrer sich erfreut, dann hat das Ich eben dadurch das wahre Nirvana im sichtbaren Dasein erreicht. Die Jainas zum Beispiel haben das ein bisschen anders definiert. Ja, das war eine Sekte, die sind nackt gelaufen und so. Da haben die zur Bezeichnung ihres Endzieles gesagt, frei sein von Schmerz und Sorgen. Als Symptome durchkreuzten Dranges nicht erfüllter Wünsche.
Was wird Nirvana genannt oder Freisein von Schmerz und Vollendung? Lesen wir da. Es ist die sichtbare und ruhige Stätte, die die großen Weisen erreichen. Jene Weisen, welche sie erreichen, sind frei von Sorgen. Wir haben den Strom der Existenzen ein Ende gemacht. Gut. Und wenn wir uns das brahmanische Mahabharata anschauen, ja, das ja erst wirklich entstand vor 2000 Jahren vielleicht. Das brahmanische Mahabharata, eine Zweigschrift des Buches des Lichts, wenn man so will, eine das Buch des Lichts missverstehende Zweigschrift, kann man sagen. Nirvana definiert die als das von Krankheit freie Nirvana. Naja. Shankara sagt, nachdem die Finsternis ihres Nichtwissens verscheucht worden ist, so tut sich ihnen als höchstes Ziel das ewige, vollendete Nirvana auf. Zu diesem nehmen sie ihre Zuflucht und sind dann gesund. Gut. Wir haben ja von Nirvana bereits in der Aroneya Upanishad die Rede. Ja? Aber da war der Begriff des Nirvana im alten Indien von Anfang an durchaus eindeutig mit einem ganz bestimmten Inhalt angefüllter, bezeichnet eben das höchste Wohlbefinden im Erloschensein aller Unruhe. Ja. Vor allen Dingen kam niemandem, das muss man lobend erwähnen, im alten Indien, wenn er das Wort Nirvana hörte, der Gedanke an die eigene Vernichtung. Dieses unsinnige Denken blieb erst dem erhabenen Dalai Lama vorbehalten. Meine Lieben, bevor das Buch des Lichts kam, sah es sich der Sachlage gegenüber, handelt sich für das Buch des Lichts, das gefundene Endziel in einen abstrakten Begriff überzuführen und damit durch ein völlig zutreffendes Wort möglichst klar zu bezeichnen oder zu kennzeichnen. Und da ist auch das Buch des Lichts, ganz klar fällt die Wahl auf den Begriff Nirvana oder Nibbana in Pali. Leider, ich muss gut bedenken, was ich sage, erst in einer viel späteren Zeit, nämlich auch in unserem geistig verrohten Zeitalter, hat man das Wort Nirvana im Sinne der eigenen Vernichtung gedeutet. Ja? Und dadurch die völlige Ohnmacht sogar zu einem richtigen normalen Denken zu dokumentieren. Das muss man sich mal vorstellen. Oder kann man sich einmal da hineinversetzen in diesen Satz? Pass auf, es ist ja immer ganz einfach. Die Lampe ist erloschen. Ja, wenn ich den Satz sage, nehmen wir einmal nur diesen Satz, meine Geliebten. Die Lampe ist erloschen. Oder nehmen wir ein Vulkan ist erloschen. Oder nehmen wir ein Stern ist erloschen. Also, die Vorstellung, bleiben wir mal bei der Lampe. Wenn die Lampe erloschen ist sie dann vernichtet? Ich glaube doch wohl nicht. Wenn die Kerze erloschen ist sie dann vernichtet? Diese Leute, die sowas definiert haben, was leider bei den Buddhisten, bei den meisten Buddhisten von heute überlebt, die kennen nicht den Unterschied zwischen Erlöschung und Vernichtung. Erlöschung heißt doch nur, dass diese Dinge nicht mehr brennen, nicht mehr glühen. Du glühst nicht mehr vor Verlangen nach dieser geisteskranken Welt, regiert von Geisteskranken. Da bist du schon sehr gesund. Aber, meine Lieben, wodurch unterscheidet sich das Nirvana des Buches des Lichts
vom Nirvana der übrigen Gurus, Buddha ausgenommen. Es unterscheidet sich in dem, was erlöschen muss, und in der unvergleichlichen Klarheit, mit der der Buddha auch das Buch des Lichts in überragende Verstandesschärfe auch dieses Endziel durch Überführung in abstrakte Begriffe jedem Verständigen verständlich zu machen gewusst hat. Und darum das Buch die wahre, na, ich wollte schon sagen, die wahre Bedeutung der Bibel, obwohl das könnte man auch anführen. Der Sinn des Lebens, Nirvana, der wahre Buddhismus, der natürlich nur wenigen vom Buddha gelehrt wurde und jetzt für alle im Buch des Lichts auch enthüllt ist. Nun ja, besteht das wahre Glück, mein Lieben, die ihr vielleicht erfüllt seid, von Verlangen nach diesem und jenem, nach Essen, Trinken, Sex, dies, das, jenes, ist doch kein Problem, ich werfe euch das nicht vor, ich bin ja kein Heiliger. Aber ich frage mich, geleitet durch das Buch des Lichts, sind wir uns darüber ins Reine gekommen, dass das wahre Glück im Erlöschen alles quälenden Dranges, aller quälenden Wünsche besteht. Ja? Alle suchen eigentlich diesen Zustand, man muss es sagen, meine Geliebten. Und indem sie, eigentlich wollen sie die Wünsche gar nicht haben. Passt mal auf. Eigentlich wollen sie weder einen sexuellen Drang noch Hunger haben. Tief drinnen befriedigen sie ihn, obwohl es lustvoll ist, keine Frage, um ihn loszuwerden. Und danach sind sie völlig, nachdem sie was gegessen haben, kein Hunger mehr. Nachdem sie Sex hatten, ich bin befriedigt. Aber die Wiederholung dieser Sache führt zur Enttäuschung, speziell auch das Sexuelle. Ja? Wird euch jeder Pornostar bestätigen, früher oder später. Wenn dein Drang auf rohe Sinnengenüsse geht, dann hast du, so lehrten diese Leute, dein Nirvana gefunden. Mir überschlägt schon fast die Stimme. Aber wenn der Drang im hemmungslosen Sinnengenuss zur Ruhe kommt, ja, dann haben diese verwirrten Menschen gelehrt, dann ist das Nirvana. Naja, gut. Aber diese Drangbefriedigung, meine Geliebten, sind ja nur vorübergehend, vergänglich. Eine finale Beruhigung. Und damit das wahre Nirvana, ist nur dadurch zu erreichen, dass der Drang, der Wille selber totgeschlagen wird, mit Stumpf und Stiel ausgerottet werden muss, sei es in einer Stunde, einem Tag, einem Monat, einem ganzen Leben oder im vielen Leben. Damit er nicht mehr keimen kann. Damit er nicht mehr quillen kann und quellen kann. Natürlich war das Problem der Willensvernichtung in Indien an und für sich unbekannt in dem Sinne. Und das Nirvana des alten Indiens ist im Grunde genommen nur ein vorübergehendes Auslöschen der Qual des nicht befriedigten Wollens durch seine Befriedigung. Und eben damit auch nur ein vorübergehendes Nirvana. Das Nirvana des Buchs des Lichts aber, das restlose, ewige Erlöschen des Dranges, des Willens, selber, als der eigentlichen und letzten Ursache allen Leidens und damit, das vollkommene Nirvana. Meine Lieben, seht mal, ohne politisch werden zu wollen, leben wir in einer Welt des übermäßigen Dranges. Jene, die nichts hatten in der Welt, die gehungert haben, die geknechtet wurden, deren Karma es war, unterdrückt zu werden, die reißen alle Grenzen nieder, kommen hierher und werden uns überfluten. Ich habe es immer vorausgesagt. Warum? Sie suchen eine Befriedigung ihres Dranges. Die sagen, der weiße Mann hat mich ausgeraubt in Afrika, hat meine Bodenschätze genommen, um sich ein schönes Leben zu machen. Jetzt will ich ein Stück des Kuchens. Aber genauso unbefriedigt werden sie sein, wie wir es sind,
in unserer Wohlstandsgesellschaft, meine Lieben. Und darum wird das Buch des Lichts irgendwann einmal voll gnädig, mitfühlend, wie eine schützende Decke kommen, wenn das große Leiden vorbei ist, und wird uns im wahren Zustand der Gesundheit, dem Nirvana, zu führen. Ich liebe euch alle. Eine Frau, die verkauft ihren Körper an fremde Männer. Sie denkt, bald habe ich genug Geld und fange ein neues Leben an. Das alles und noch viel mehr redet sie sich ein. Aber die Seele weint. Eine Mutter, die gibt ihr Kind zu fremden Eltern. Sie sagt, dort hast du es besser als bei mir. Und sie wendet sich ab, geht davon und sagt, es muss so sein. Aber die Seele weint. Die Seele weint, die Seele weint. Doch nichts bleibt so, wie es heute scheint. Und die heimliche Macht zeigt im Traum dir bei Nacht die andere Welt, wo deine Seele nie mehr weint. Siehst du den alten Mann dort an der Ecke stehen? Er hat nichts zu essen, er friert und er ist so allein. Doch die Menschen gehen ohne einen Blick an ihm vorbei. Und die Seele weint. Die Seele weint, die Seele weint. Doch bleibt so, wie es heute scheint. Und die heimliche Macht zeigt im Traum dir bei Nacht die andere Welt, wo deine Seele nie mehr weint. So viele Menschen auf dieser Welt sind so allein. Sie suchen Liebe und finden oft nur den falschen Schein. Tief in dir ist eine Stimme, die sagt, du musst nicht einsam sein. Dein Leben hat einen Sinn, sonst wärst du doch nicht hier. Doch so mancher lacht nur darüber, denkt nur an sich allein. Aber die Seele weint. Aber die Seele.